Ich ruf die Truppen. Er ist besser genug geworden. Das kann sein. Dafür lasse ich dich leiden. Scheiße! Der Lepp ist tot! Kein schwerer Schuss. Lass dir die Eingeweide raus. Verdammt, da bist du ja. Du bist zurückgekehrt. Um dein Unrecht gut zu machen. Ich sterbe, mein Werk unvollendet. So kurz, oh so kurz vor Einführung der Herrschaft, der starken und Tugendhaften. Tugend, hä? Das Gewölbe verleiht uns die Kräfte der Götter. Was zählt da ein Junge? Was zählt ein Junge? Papo? Nochmal! Ist gut. Ey! Naja, nur ein Versuch. So treffe ich gleich zwei. Na klar. Gut. Hoch, Weste. Bereit? Ja. Oh, das war nur wegen dir, du. Remo, komm her. Eine Hyänenhöhle. Eine echte? Ja. Los, geh voran. Das wird toll. Da sind 16 Hyänen und 16? Es ist dunkel und gruselig. Ach, weißt du was? Ich jage lieber noch mit meinem Papo. Du hast immer sofort Angst. Hey. Hey, hey. Gehen wir auf eine echte Jagd. Hm? Ist gut. Kommt, kommt. Was jagen wir denn? Das Orakel braucht den Pelz eines Steinbocks für die Zeremonie. Du wirst neben dem Pharao stehen, oder Bayek? Du bist der Magi. Wenn ich Magi bin, stehe ich auch neben dem Pharao. Du wirst nie ein Magi. Du hast zu viel Angst. Das ist nicht wahr. Und was ist mit der Hyänenhöhle? Psst. Genug, ihr zwei. Der Sand ist so heiß an den Füßen. Manchmal fangen sie an zu brennen. Das macht dich schneller.
Ich will, dass meine Füße brennen. Da vorne ist es. Kann ich mitkommen? Deine Mutter wartet auf dich. Na gut, wir sehen uns bei der Zeremonie. Mach's gut. Die Herde ist in der Nähe. Wir wollen nicht irgendeinen Bock. Wir wollen das Leittier. Wie sieht das aus? Groß. Mit großen Hörnern. Sei ruhig. Mach's wie ich. Das ist mein Lieblingsteil. Bleib unten. Sie werden uns sehen, wenn wir es nicht machen wie Amun, der Gott des Schattens. Ja, Papo. Wir sind die Verborgenen. Senu! Senu! Komm zu mir! Wieso rufst du Senu? Shenzira sagte, ich soll ihre Federn stehlen, damit die Wiegezeremonie mich in die Gefilde der Binsen bringt. Anubis wiegt dein Herz mit einer Feder auf. Diese Wiegezeremonie kannst du nicht beeinflussen. Sie ist heilig. Siehst du? Auge und Hand bilden eine Linie mit dem Pfeil. Nur so kann man gezielt schießen. Wenn ich doch 100 Pfeile in den Bogen spannen könnte. Ah, oh nein, ich hab sie verscheucht. Ist schon gut. Dann bleibt eben mehr Zeit für uns beide. Genieß die Reise. Bleib bei mir. Wir machen es. Zusammen. Treffer! Tat ihm das weh? Ein sauberer Blattschuss tut fast gar nicht weh. Holen wir uns den Pelz. Bringen wir den Pelz zum Orakel, bevor es dunkel wird. Eines Tages möchte ich einen Pfeil durch die Sonne schießen. Kannst du. Dein Pfeil müsste nur zu Senu werden. Stell dir vor, alle meine Pfeile wären Senus. Dann würde ich wirklich alles jagen können. Wolltest du nicht mal den Pharao aus der Nähe sehen? Ja. Möchtest du mit mir an seiner Seite stehen? Darf ich das denn? Als mein Sohn und zukünftiger Magi, ja. Papo, was ist ein Magi eigentlich? Der erste Magi war der Beschützer des Pharaos. Aber nun bedeutet es, dass wir alle Menschen Ägyptens beschützen. Nicht nur beschützen, sondern für ihr Wohlergehen sorgen. Oh, Papo, ich freue mich so, auch ein Magi zu werden. Du kennst alle Geheimnisse in Siva. Und was, wenn ich nie ein Magi werde? Natürlich wirst du das. Du bist mein Sohn. Aber ich habe immer Angst. Ich versuche tapfer zu sein. Aber manchmal ist es schwer. Moment. Gehen wir da lang. Als ich in deinem Alter war, hatte ich auch manchmal Angst. Dein Großvater war ein berühmter Magi. Und er wollte, dass ich der Familie Ehre mache, wenn ich ihm nachfolge. Ja? Eines Tages nahm er mich mit hierher. Ganz oben sagte er etwas zu mir. Ein einziges Wort. Es änderte alles. Ein Wort? Ich überwand meine Furcht. Ich wusste, dass ich zu allem fähig sein kann. Was hat er gesagt? Das sage ich dir, wenn wir dort sind. Thank you.
Welches Wort hat dein Vater gesagt? Spring. Denk nicht so lange nach. Spring. Ja, Papo. Hey, vertrau mir. Du kannst das. Ich kann und werde. Spring schon. Komm zurück, du bist nicht bereit. Ich kann das, Papo. Ich kann. Ah! Halt's Maul, du dreckiger kleiner Scheißer. Hilfe, helft mir. Das ist Chenzira. Ich sagte, halt's Maul. Lauf heim zu deiner Mutter. Sorg dich nicht um Chenzira, ich kümmere mich um ihn. Menjai Bayek! Los, geh. Ich hab Angst. Ich will nicht allein nach Hause. Remu, sei doch bitte einmal nicht so ein Feigling. Los! Medjay Bayek! Ja, ich bin der Medjay hier. Wer ruft nach mir? Steck deine Waffe weg und folge mir. Du hast gesagt, du willst nur mit ihm reden. Au! Komm! Wer bist du, dass du mir befiehlst? Du Stück Scheiße! Vergeude meine Zeit nicht! Ein Ton und du bist tot. Wo wart ihr so lange? Wir wollten nicht gesehen werden, Herr. Wir haben uns versteckt. Ich hab gedacht, Sie wollten ihm nur eine Frage stellen. Was habe ich getan? Schweig! Mitkommen! Wir sind froh, dass du hier bist. Lass niemanden hier rein. Remo, bist du verletzt? Na los, mach's auf deine Art. Haltet meinen Sohn daraus! Dein Sohn hat dir einiges zu erklären. Würde der Ibis ihm die Sphäre zeigen? Wir glauben, damit können wir das Gewölbe betreten. Wir verschwenden nur unsere Zeit! Der Junge ist verängstigt! Ist schon gut! Papo, du musst ihm vom Gewölbe erzählen! Sie müssen wissen, wie man das benutzt! Als Magi musst du einen Hinweis oder eine Legende kennen, wie man es benutzt! Ich weiß gar nichts über dieses Gewölbe! Bitte haltet meinen Sohn daraus! Meine Herren! Der Pharao wurde alarmiert! Er besteht Wir werden auffliegen! Beeilung!
Rede mit deinem Sohn. Ist das Gewölbe bei unserer Rückkehr nicht geöffnet, wirst du ihn nie wiedersehen. Papo! Ich tat, was du sagtest, aber... Ist schon gut, Sohn. Oder? Papo, ich hol ihn dir. Was? Nein! Remo, nicht! Sie werden uns was antun. Remo, sie werden... Remo! Was für eine Zeitverschwendung! Nein, Remo, Remo! Nein, komm! Zeit abgelaufen! Sag's uns! Ich weiß es nicht. Wir müssen weg hier. Ich schneide dem Jungen das Herz raus. Warte! Dann wird ihm das Totenreich verschlossen bleiben. Nein! Ich sag es euch! Wer will Zeit gewinnen? Was soll das? Das ist doch Wahnsinn! Die Schlange nimmt das als deine Antwort. Ja! Oh, nein! Nein! Remo! Nein! Halt's Maul! Wir dachten, du wärst tot. Du konntest ja nicht mal deinen eigenen Sohn retten. Du bist ein Nichts. Bajek von nirgendwo. Vater von niemandem. Hier! Und hier! Und hier ist ein Niemand! Möge der Verborgene dich grüßen. Der Fürst Eduard erwartet dich.